Bin am überlegen, ob ich zurückreise, bin ich ganz ehrlich, um hier wenigstens die Radios alle abzufahren. Aber hier fehlen uns auch zwei Fahrzeuge noch, fällt mir gerade auf. Brennt mir auf den Fingernägel, das zu tun, bin ich ganz ehrlich. Räumen Sie die Straßen. Ich wiederhole, räumen Sie die Straßen. Okay. Dies ist ein Befehl der KVA. Was ist das denn Schönes? Sieht aus wie ein Grill oder so. So, warte mal, wie kommen wir denn? Alle Bürger aufgepasst. Versammlungen auf öffentlichen Plätzen sind ein Verbrechen. Wie kommen wir denn? Wo war denn jetzt die Leiter? Hier war die Leiter, ne? Wie kletter ich denn? Ja, okay, es klappt ja super. Mist, das. Ich hab den nur geholfen. So. Wo wollten wir jetzt hin? Wir wollten zur Hauptmission, ne? So. Oh. Versammlungen auf öffentlichen Plätzen sind ein Verbrechen. War. Illegale Gruppen werden aufgelöst. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Du hast nichts gesehen. Alles gut. Alles gut. In Ihrem Sektor gab es eine. Du hast nichts gesehen. So, ciao. Woher. Stich! Stich! So. Ich kann normalerweise jetzt hier irgendwo rein, wenn ich jetzt hier irgendwo hier was finde. Ah, hier. Zack, 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 zack. Okay, das Auge klingt ab. Am Kartenrand. Aua, was war das denn? Schnell raus hier. Hier ist wieder so eine Sabotage-Dinge. Mal gucken, ob wir das noch machen können. Wann haben wir das? Weil mich brennt das auf den Finger, das Spiel komplett zu clearen, irgendwie. Was ja relativ zügig auch geht, eigentlich. Wisst ihr was? Ich mach das jetzt. Ich reiß jetzt zurück. Ganz ehrlich. So, wie komme ich jetzt dahin? Ist das jetzt hier der Tunnel? Oder muss ich. Nee, Quatsch, ich muss ja hier wieder zum Zugangstunnel, ne? Da, wo ich hergekommen bin, muss ich ja hin. Was? Nichts. Hey. Aber wie gesagt, wenn dann clear ich die Karte komplett auf. Also so groß sind die Gebiete ja jetzt nicht, dass man sich hier so wie bei, sagen wir mal, GTA oder keine Ahnung, irgendwie ein anderes großes Open World Spiel verlaufen kann. Na. Kann ich mir denn jetzt auswählen, wo ich lang gehe, oder ist das so wie quasi, ja, der weiß immer, wo man hin will. Ich hoffe mal, der weiß, wo ich hin möchte. Das wäre sonst wäre das ein bisschen blöd. Weil eigentlich gab es ja jetzt nur die zwei Gebiete bisher, aber es kommen ja noch mehr. Alter, wir haben erstmal zwei Gebiete von. Sind es 8 oder 12? Ich weiß gar nicht mehr. Hat der die Karte gesehen? Es ist, wie gesagt, nicht ganz Open World, weil halt mal, das ist so ein bisschen in Gebiete aufgeteilt, aber die Gebiete sind generell für sich so ein bisschen Open World. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ne, so spart sich das Spiel natürlich auch ein paar Ressourcen, klar, sicher. Anstatt jetzt das ganze Spiel komplett Open World gemacht zu haben. Aber bis jetzt finde ich es echt geil. Also es macht eine Menge Spaß. Dieses Rumlaufen, dieses Erkunden und wo man überall rein kann und looten und sammeln und so. Ist schon ganz geil. Ist jetzt nichts Neues, nichts Weltbewegendes, aber trotzdem ein sehr, 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 sehr geiles Spiel. Auch wenn es, ich glaube in der ersten Folge oder so, in den ersten paar Folgen hatte ich es, glaube ich, gesagt, dauernd durch die Presse ging halt, wegen, ja, Entwicklerwechsel und Bibabo, hast du die gesehen, tralala. Ja, wir sind wieder hier, cool. So, pass auf, dann schnappen wir uns doch direkt ein Motorrad, weil dann geht das wir nämlich schneller. Echte hier haben wir angefangen, kannst du dich nur dran in den Sinn? So. Hüpp.
Nein, ich würde gerne... Hallo? Okay, wird gerade geschossen. Ich weiß gar nicht, warum. Alle runter! Ich werfe eine Splittergranate! Ja, auf was denn? Hier ist doch gar keiner mehr. Ich habe doch alles geklärt, oder nicht? Ich muss Feuer frei! Auf eine bessere Deckung! Ja, ich auch, Mann! Deckung, ich nee, da ist einer. Hä, was, wo? Ist doch. Hör, was? Ab da! So, ciao. Er ist mal gemessert. Ach, hier ist Munition. Nee, ich brauche jetzt erstmal ein Motorrad, Jungs. Ah, hier, guck mal einen an. So, sehr schön. Es geht ja mit dem Motorrad, geht ja relativ zügig dann auch. Na, so, schauen wir mal. Was haben wir hier noch? Munition haben wir voll. Auch voll. Warte. Hallo. So, sehr schön. So, dann markiere ich mir mal, ach, wenn ich auf dem Motorrad sitze, kann ich das Handy nicht auspacken. Das ist natürlich sehr geil. Dann markiere ich mir mal das erste Radio. Ist direkt in der Nähe. So, wollen wir mal hin. Jiha! Geronimo! Und hier rechts oben ist es. Ja, roll nur mal weg. Da oben drin. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Ist es vielleicht von der anderen Seite erreichbar? Ja, es sieht danach aus. Aber wie gesagt, es geht eigentlich relativ zügig, glaube ich, jetzt hier die Radios zu finden. Da ist es doch schon. Sehr schön. Das machen wir jetzt so nebenbei noch. Finde ich voll cool. Das geht ja eigentlich relativ zügig. Jetzt hat man noch ein Motorrad. Jetzt kann man auch hier so cool rumcruisen. Wenn das Motorrad mal da stehen bleiben würde, wo man absteigt, dann wäre das noch ganz geil. So. Hallo? Aber ich glaube, hier oben ist das. Müssen wir mal gucken, dass wir da langkommen. Weil die Kisten, glaube ich, kann man... Da ist das Radio. Ich glaube, die Kisten kann man nicht weglooten, oder? Da komme ich nicht lang. Das ist im anderen Gebäude. Würde... Hallo? Würde mich jetzt mal brennend interessieren, ob die Kiste auch dazu zählt, aber kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil das bedeutet ja, glaube ich, nur, dass da eine Munitionskiste ist, oder? Warte mal, ich probiere das mal. Ob die Kiste auch auf der Karte verschwindet. Die Nordwichser. Widerstandslager entdeckt. Ach so. Aber das ist noch weiter oben. Wie komme ich denn rauf? Ich frage mich gerade, wie ich weiter nach oben komme. In dem Gebiet hier. Komme ich denn hier weiter nach oben? Hallo? Gibt es eine Möglichkeit, weiter nach oben zu kommen? Okay, ich springe nochmal runter. Wie kommt man denn da aufs Dach? Geht das irgendwie? Auf jeden Fall sind das Widerstandslager. Aber die Frage ist doch, kommt man da überhaupt aufs Dach? Geht das überhaupt? Weil hier ist sowas auch. Ich probiere das mal. Ich geh mal hier rein. Kommt man hier irgendwo nach oben kommt zu dem Pfeil, weil auf der Karte sieht es ja aus, die Kiste zeigt ja nach oben mit dem Pfeil, das heißt, es ist eine Etage höher. Und jetzt ist es noch eine Etage höher, das heißt, es ist noch weiter oben, aber die Frage ist nur, wo? Und wie komme ich nach oben? Jetzt hat es gerade nicht mehr geleuchtet. 7 von 32. Oder ist es das Lager hier? Komischerweise war der Pfeil gerade weg gewesen. Ja, das ist aber die Etage, weil wenn ich jetzt springe, geht der Pfeil weg. Also, okay. Die Widerstandslager gehen also nicht weg. Die bleiben also konstant auf der Karte. Das war jetzt erstmal nur ein reiner Test, um zu gucken, ob das auch zu verschwinden ist. Wo ist unser Motorrad hier? So. Uah, was? Ich muss weg hier, ich muss weg hier, ich muss weg hier.
Nein, was, Alter, das sind Gegner. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann das Luftschiff mich so schnell und immer noch sehen? Okay, muss verschwinden. Alter, wer, wo, was, wo, wer? Wie viele Gegner auf einmal hier sind. Okay, ich markiere schon mal das. Okay, ich markiere schon mal das nächste Radio. Dann haben wir das auch schon mal. Boah, das Luftschiff würde ich so gerne abschießen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das würde ich so gerne wegballern jetzt. Ganz ehrlich. Aber ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Wo ist denn unser... Ach nee, das ist ein anderes Motorrad hier, ne? Ich dachte, das wäre unser. So ist der schon mal weg. Wir schnappen uns ein neues Motorrad und cruisen damit quasi. Und ich cruise im Sauseschritt. Yeah, Geronimo! Ciao, Jungs! Vielleicht sollte ich nicht in Richtung Luftschiff fahren, aber egal! Weg da, weg. Wo ist denn das Radio? Ist das hier? Das ist bestimmt außerhalb der Basis. Kommt man hier irgendwie rauf? Ich fahr mal um die Basis rum. Ja, war ja klar. Keine Zeit. Okay, hier oben ist das in dem Gebäude, glaube ich. Okay. Es ist noch ein Ausrufezeichen neben der Karte. Das bedeutet, wir sind noch in... Ja, noch bedroht, beziehungsweise wir werden noch gesehen und alles und pipapo. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Aber wie geil das ist, dass man trotzdem noch so zurückreisen kann. Gut, die Ladezeiten sind jetzt nicht so lange, aber auch nicht so kurz. Ne, die gehen eigentlich zwischen den Passagen. So, hier muss das Radio irgendwo sein. Ich höre es schon. Ich will noch ein bisschen looten, weil wir haben ja einen größeren Rucksack mit, den haben wir uns ja gekauft. Wo ist das Radio? Da ist das Radio. Jawohl. Wisst ihr, was mich glücklich macht? Nee, was denn? Bin ich nicht glücklich? Was denn? Unsere eigene Gefängnisstadt. Die Nord. So, warte mal. Das nächste Radio wäre dann hier. Haben alle unsere Gruppen, Aktivisten und Künstler, gemeinsam mit den Kriminellen eingesperrt. Sie haben wohl gedacht, damit sei das erledigt. Sie würden von den gefährlichsten Leuten, die Philly zu bieten hat, in Stücke gerissen werden. Aber das ist nicht passiert. Die Aktivisten und Denker waren viel stärker, als sie erwarteten. Und inzwischen sind verblüffende Hybriden aus den kriminellen und kampfbereiten Denkern entstanden. Wenn wir ihnen helfen könnten zu entkommen, wären sie eine mächtige und etwas furchteinflößende Waffe für den Widerstand. Mhm. Sie war vermutlich recht, ja. So. Mit den eigenen Waffen schlagen, sagt man ja immer so schön. So, da gucken wir mal. Ab zum nächsten Radio. Jaha, Radio Action. Radio killed the video. Video killed the radio star. Video killed the radio star. Ah. Yeah! Aber damit macht das Spaß. Vor allem, wenn man dann so ein bisschen so nachlooten kann. Ich finde, das ist total cool. Juhu! Oh Gott. Vor allem mit dem Motorrad geht das echt flott. Weil da kann man einfach durch die Gassen düsen und so. Oh, ich sehe nichts. Oh, das ist das Luftschiff. Ciao. Na, lass das. Sag mal, wo parke ich nicht gerne? Fahr da rein und bleib hier stehen. Genau.
So, einmal absteigen bitte. So, das Radio befindet sich hier in der oberen Etage. Dann gehen wir nochmal gucken. Klar, es wurde wieder alarmiert hier, die Gegner, weil wir natürlich vom Luftschiff gesehen worden sind. Stört mich aber jetzt gerade nicht. Denn ich bin auf der Suche nach meinem Radio. Video killed the radio. Darf man das ausprobieren? Guck mal hier, Jungs. Habt Spaß damit. Geht und spielt mit was Giftigem. So, erstmal hier oben rauf. Und hier ist das Radio. Nee, Quatsch. Sah aus wie das Radio, war es aber nicht. Hier sind jede Menge Gesundheitskits, aber wir können nur 5 tragen. Ja, wir müssen unbedingt, dass wir mehr tragen können. Mehr Gesundheitskits. Das wäre... Ah, hier. Das wäre ganz cool. Spricht das Radio auch zu uns, oder ist es... Okay, anscheinend nicht. Aber er hat es akzeptiert. Hier ist leider kein Waffenschrank. Sonst hätte ich mir jetzt ein Paket gekauft, wo wir mehr Gesundheitskits, mein Gott, schwieriges Wort, Gesundheitskits tragen können. So, nächste Radio befindet sich dort. Oh, da direkt mal hin. Wo kam er denn her? Hallo? Na, wo hat er denn ihm denn jetzt hingegriffen, Alter? Das ist doch eine Parkposition, ne? Ah, da wird doch... Alter Schwede, da ist es doch... Oh, erstmal in den Sack geschossen. So, sorry. Wir müssen nach unten wieder, ne? Wo war denn hier? Hier war das Treppenhaus. Klaus steht vorm Treppenhaus. Klaus zieht den Schlipper aus. So. Motorrad nehmen. Na, geh doch aus dem... Geh doch aus dem Sonnenlicht. Ciao. Ich habe keine Zeit für eure Kacke. Ich muss die Radios sammeln. Video killed the Radio Star, ihr Motherfucker. Wisst ihr doch. So. Ach, hier oben auf dem Dach ist natürlich super. Praktisch, wenn gerade hier ein Kampf ist. Wo sind die denn? Scheiße. Okay, der ist weg. Okay, wir müssen noch weiter nach oben. So, gucken wir mal. Hier ist das Radio. Ist doch das, ne? Ja, cool. Sprich zu uns. Sprich zu uns. Sprich zu uns. Los! Dann nicht. Dann wähle ich jetzt das nächste Radio aus. Es ist das hier. Und dann müssen wir es eigentlich schon... Und dann noch da hinten eins. Und dann haben wir schon alles. Alter, das geht ja schnell. Also es geht ja eigentlich einigermaßen zügig. Warte mal, was haben wir hier Schönes noch? Aufpassen, dass hier die Gegner uns jetzt... Scheiße, verdammt. Zeig dich, du Pimmelberger. Hallo. Ah, da ist noch jemand. Das gibt's doch nicht. So, der ist weg, aber der andere steht da noch. Ah, egal. Lassen wir den. Wir flüchten einfach mit dem Motorrad uns zum nächsten Radio. Wenn ich hier irgendwo durchkomme. Ah, hier ist es direkt. Das ist sogar hier auf der Etage, so wie es aussieht. Ach, da steht's ja. Wie praktisch. Wenn euch danach ist, den Widerstand zu bewegen. Aua, was war das denn? Der Widerstand nutzt die Farbe Blau. Symbol der Freiheit. Aha. Nutzt die Farbe Blau, Symbol der Freiheit. Was ist denn das?
Warum schließt ihr sie euch sind schwer zu empfehlen, warum schließt ihr euch ihn nicht an? Tragt blau, wann immer ihr könnt. Bemalt die Mauer eures Hauses blau. Und wenn ihr mutig seid, dann geht auf die Straßen und fährt Mauern blau ein. Dies ist ein starkes Signal an die KVA, nicht ignorieren kann. Ich habe das jetzt mal ein bisschen gelesen, weil... Wenn ihr Freunde oder Familie habt, wenn ihr Freunde oder Familie habt, bitte ich euch stark zu bleiben und ihnen... Und in den Rücken zu kehren. Es ist bei weitem nicht einfach. Und es fühlt sich schrecklich an. Aber ihr müsst ein Zeichen setzen. Ja. Die Leute müssen über die Konsequenzen... Was müssen die Konsequenzen sehen? Mit denen wir rechnen. Für ein paar nette Dinge. Dann nicht. Ist das ein dämliches Radio? Dass man so neben... Ja, ich sag mal so ein... Nebeninformation so komisch darstellt, dass das Radio kurz weggeht, finde ich ein bisschen schade, weil... Das macht ja ein bisschen Atmosphäre auch aus, oder beziehungsweise, man will ja wissen, was so nebenher auch noch... hallo? Man will ja auch wissen, was nebenher noch so passiert. Und dann auf einmal komischerweise geht das Radio auch einmal weg, wo man so viel Informationen kriegen sollte. Yeah! It's coming home. Schwer. Ja, Entschuldigung, gerne Seite. Sorry, bin kein guter Motorradfahrer. Hab ich schon erwähnt. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich kein guter Motorradfahrer bin? Alter. Hinein. In die Tiefgarage oder wo auch immer wir hier sind. Und hier raus und dann wieder hier hoch. Aber ist schon geil gemacht. Man. Taktik macht den Norks langsam. Ich habe keine Zeit für deine Taktik. Ach, hier komme ich gar nicht lang. Ja, super. Und jetzt? Vielleicht hier lang? Yeah! Aber hier geht's lang. Und hier ist auch direkt das Radio. Wunderbar. So, wie kommen wir denn da rauf? Schauen wir doch mal. So. Video killed the radio star. La 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 la.